Wir machen jetzt ein kurzes Interview mit Lara Pedros. Grüezi. So, jetzt stelle ich Ihnen mal ein paar Fragen. Wo sind Sie heute, Fräulein? Im Häusle. Beim Samichlaus. Und dort ist der Samichlaus gekommen. Und was mir aufgefallen ist, der Samichlaus hat blaue Jeans gehabt. Ui, das ist aber modern, hä? Aber ich glaube, es war nur ein Mann, der verkleidet sich hat. Verkleideter Mann? Nein. Aber der Samichlaus muss ja Kleider anlegen. Also es kann ja, nicht für den Mund rumlaufen, oder? Und was heisst jetzt? Nein, er hat schon Kleider angekommen, das ist klar, oder? Ja, aber er hat sich verkleidet wie an der Fasnacht. An der Fasnacht? Das ist doch keine Fasnacht, das ist Samichlaus, Lara. Aber der denkt, glaube ich, es sei Fasnacht. Wegen? Weil ich glaube, er hat sogar eine Bandenschuhe angehabt und er hat gesagt, und bei uns in der Schule, im Kindergarten, gesagt, Samichlaus, geh nie, das ist ja deine Schule oben, wir machen die Schuhe immer sauber. Aber wir machen immer schwarze und schmutzige, dreckige Schuhe an, auch wenn wir zu den Kindern gehen. Und was hat für Schuhe angehabt, der Samichlaus im Kindergarten? Moderne Schuhe. Moderne Schuhe? Was heisst denn das? Ich glaube, das war nur ein Mann, der sich gekleidet hat. Wieso hat denn der Mensch also ich meine, der, den wir gesehen haben, ist so, wie verkleidet gesagt, moderne Lederschuhe hatte, wie der Papa. Ja, das habe ich gelesen, vielleicht haben wir die Posten nicht in der Stadt. Er läuft auf dem Wald oben runter, geht an der Bahnhofstrasse Schuhe kaufen. Meinst du nicht? Er hat gesagt, und im Kindergarten hat gesagt, ich gehe niemals, ich gehe nur in die Stadt, wenn der Samichlaus ist, für die Kinder. Mhm. Und ich gehe nie, und ich gehe auch nie Lederschuhe kaufen. Und was hat er für Schuhe gehabt? Lederschuhe. Wer hat denn den Schmutzli gekauft, Mensch? Der Schmutzli würde, der tut Tag und Nacht nur im Wald arbeiten. Ehrlich? Mama. Glaubst du nicht? Das ist jetzt die Quizfrage. He? Das gleiche Theater ist mit dem Christkindli. Wie geht denn das? Beim Christkindli ist es so, es ist nur ein Kind, das sich verkleidet hat und Plastikflügel anhat, mit einer Schnur dran und ein Helikopter fliegt da und dann hat das. So ein Seich. Scherz, das war eben ein Scherz. Oder? Aber der Kalender da hat ja dein Christkindli aufgehängt, oder? Nein, ich weiss nämlich, wer den aufgehängt hat. Aber das Christkindli? Nein! Nicht? Wer hat denn den? Klappern nicht immer drin, du Filmvideo. Du, also hallo. wer hat den Kalender aufgehängt? Mit den Play-Doh-Kneten. Ah, oh, Baby-Kneten. Also, ich sage, wer es ist. Und zwar, meine Mami hat das Säckchen eingefüllt und der Papa hat sie aufgehängt. So ein Blödsinn, das Christkindli ist schon nachgekommen. Ich habe gehört, etwas rascheln und dachte, oh, wer ist echt das? Ist echt da jemand Räuber gekommen? Dann bin ich schauen und plötzlich ist da am Stegen gelandet, dass der Kalender aufgehängt war. Nein, ich weiss genau, dass du lügst, das Video drehen.